Willkommen zum heutigen Abend, meine Damen und Herren, zur 6. Episode der Gesprächsreihe Futuring the Liberal Script. Das liberale Skript, das sind wir, nämlich das DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Exzellenzcluster, Contestations of the Liberal Script, wie unser formaler Titel ist, die Anfechtungen der liberalen Ordnung ist das, was wir untersuchen. Es geht uns letztlich in diesem großen Forschungszusammenhang, in diesem Exzellenzcluster, um die Frage, warum gerade heute die liberale Ordnung, das liberale Skript so vielfältig angegriffen wird und angegangen wird. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch schon manche Bücher geschrieben und diese Bücher sind, sofern sie aus dem Kontext des Clusters kommen, hier auch vorgestellt worden in dieser Reihe Futuring the Liberal Script. Wir hatten die Spannungen, die internen Spannungen des Liberalismus, wir hatten die demokratische Regression, ich muss mal nachschauen, wir hatten weiterhin Titel zu den Grenzen im 21. Jahrhundert von Steffen Mau, die Automatisierung der Arbeit und auch zur Ideologie des Verzichts. Generell ist das Thema, das wir im liberalen Skript behandeln, nämlich die Anfechtung des liberalen Skripts, natürlich nicht weniger aktuell geworden in den letzten Jahren. Seit den letzten 15 Jahren in letzter Instanz ist es mit jeder Krise aktueller geworden. Und das bringt eben auch diese 5 Themen zum Ausdruck, die wir bisher verhandelt hatten. Aber heute geht es um was anderes. Heute geht es um das neue Buch von Gudrun Krämer. Sie sehen hier, das ist kein ganz kleines Buch. Es ist ein beeindruckendes Buch. Es handelt von Hassan El-Banna. In den Worten von Gudrun Krämer, der Architekt des heutigen, des neuen Islamismus. Und in diesem neuen Buch, das bei C.H. Beck erschienen ist, und zwar in der historischen Reihe der Gerda Henkel Stiftung, geht es eben um die Herausarbeitung dieses Islamismus, der eines der wenigen ausformulierten alternativen Skripte zum liberalen Skript ist. Insofern auch besonders relevant in unserem Kontext. Ich freue mich auf den heutigen Abend, ich freue mich auf diese Diskussion mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ich gebe jetzt das Wort an die Moderatorin, an Sonja Zekri, die Korrespondentin und Autorin bei der SZ ist, was natürlich in dem Falle nicht für Sonja Zekri, sondern für Süddeutsche Zeitung steht und ich freue mich auf den Abend. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch sehr herzlich hier zur 6. Folge Futuring the Liberal Script über Hassan El-Banna mit Gudrun Krämer und Yashin Musharrabash. Und zum Einstieg wollte ich gerne oder würde ich noch mal daran erinnern an ein Ereignis, das für mich, als ich damals im arabischen Frühling für die SZ in Kairo war, sehr prägend war. Das ist ziemlich genau 10 Jahre her, als die Muslimbrüder auf der Höhe ihrer Macht zu sein schienen, also sozusagen Peak Ikhwan, wenn man so will. In freien Wahlen war einer der Iren an die Macht gekommen, auch durch interne Verschiebungen, aber Mohamed Mursi war auf einmal Präsident des wichtigsten Landes im Nahen Osten, er war Präsident Ägyptens geworden und viele Fragen und Zweifel, die man über Jahrzehnte an die Muslimbrüder hatte, nicht nur die Liberalen, sondern auch viele andere, auch natürlich die Ägypter, stellten sich auf einmal nochmal in einer ungeahnten Dringlichkeit. Man fragte sich unter anderem, ist dies das Ende der Demokratie oder der Beweis eines demokratisch gemäßigten Islam? Und man hätte gerne gewusst, wie Ägypten darauf Antworten findet, aber Ägypten ist die Antwort schuldig geblieben, denn ein Jahr später wurde Mursi von der Armee entmachtet. Die Armee hat wieder mal geputscht in Ägypten, die Muslimbruderschaft wurde zur Terrororganisation erklärt, die Mitglieder ins Gefängnis geworfen, sie sind vom Fach in großen Teilen, nehme ich an, sie wissen das. Viele Fragen sind immer noch offen. Was man sich aber natürlich fragt, ist, wie die Muslimbrüder 1928, also vor fast 100 Jahren, im ägyptischen Ismailia gegründet,
es geschafft haben, dann doch die älteste und einflussreichste sunnitische islamistische Bewegung zu werden. Sie haben Zweige in vielen arabischen Ländern, in Tunesien, Jordanien, Libyen, Sudan, Libanon, islamistische Bewegungen von der Hamas in Palästina, im Gazastreifen bis zur türkischen AKP beziehen sich auf die Muslimbrüder. Und wenn wir heute über das Buch von Gudrun Krämer sprechen, dann ist eine Frage, die wir uns stellen und die wir daran haben und die wir heute Abend auch erörtern werden: Was ist das für ein Gedankengebäude, was ist das für eine Organisation, die über fast 100 Jahre eine solche Wirkungsmacht in so vielen Ländern auf mehreren Kontinenten entfaltet hat? Was sind ihre Wurzeln, was macht sie so anpassungsfähig und wer war der Mann, der dieses Gebäude errichtet hat, der Architekt Hassan al-Banna? Diesen Fragen versuchen wir uns anzunähern und ich freue mich sehr, dass ich einerseits hier heute Abend ein Gespräch moderieren darf mit Gudrun Krämer und mit Yassin Musharbash. Gudrun Krämer ist Emerita. Ich sage das jetzt einmal so, ich habe gehört, man darf das gar nicht mehr so sagen, aber ich finde das immer noch sehr schön und gegendert. Emerita der Freien Universität, Islamwissenschaftlerin, Historikerin, Politikwissenschaftlerin. Sie war bis 2022 Principal Investigator im Exzellenzcluster Scripps. Dort hat sie nun das Scripps Alumni Professorship inne. Da hätte ich jetzt gesagt die, aber das ist offenbar das. Sie war Direktorin des Instituts für Islamwissenschaft an der Freien Uni Berlin und der Berlin Graduate School Muslim Cultures and Society, forscht, publiziert zur islamischen Moderne über Recht und Religion, Politik und Gesellschaft, Säkularität und zur Geschichte des Vorderen Orients und Nordafrikas. Sie wurde ausgezeichnet für ihre Forschung mit dem Gerda-Henkel-Preis. Mit ihr im Gespräch, und wir haben festgestellt, dass wir sozusagen die Muslimbrüder von zwei Seiten des historischen Tunnels betrachten, also einmal von ihren Ursprüngen und einmal eher aus der Gegenwart, ist Yassin Musharbash. Er leitet das Ressort Investigative Recherche und Daten von Zeit und Zeit Online, hat Politikwissenschaft und Arabistik in Göttingen und Bir Zeit im Westjordanland studiert, ein Volontariat beim Spiegel gemacht, dann ist er zur Zeit gewechselt und hat Bücher geschrieben, unter anderem über die neue Al-Qaida. Sein Thema ist Terrorismus, innere Sicherheit, Geheimdienste, Dschihadismus, Islamismus. Aber er hat auch Thriller geschrieben. Irgendwie ist das so eine Ableitung, die vielleicht dann irgendwann nahe liegt. Und einmal auch russische Botschaften. Da scheint es dann tatsächlich nicht um Islamismus zu gehen. Und wurde mit dem Nannenpreis ausgezeichnet für seine investigative Arbeit. Diejenigen, die schon vorher Teile der Serie Futuring the Liberal Script verfolgt haben, wissen, es wird 5 Thesen geben, die Frau Krämer und Herr Musharbash entwickelt haben, aus dem Buch heraus. Und wir werden ein Gespräch führen über diese Thesen, jeweils 10 Minuten. Das sind so Gesprächseinheiten, das wird dann eingeblendet. Sie können, wenn Sie zu Hause sind, im Chat Fragen eingeben. Die werden gesammelt und am Ende werden wir, auch aus dem Publikum werden wir Fragen aufnehmen, wird es eine Gelegenheit geben, nochmal so eine gute halbe Stunde, 20 Minuten bis 30 Minuten Fragen an die beiden Diskutanten zu stellen. Und damit kommen wir zu These Nummer 1. Der Islamismus ist ein Phänomen der Moderne. Oh, das ist aber sehr groß eingespiegelt. Frau Krämer, Hassan al-Banna schrieb 1935 in einem Text über die Nationen der islamisch-arabischen Welt, er nannte sie die östlichen Nationen, Zitat: Durch die Nachahmung des Westens kriecht das Gift der FIPA in ihr Leben ein, also der östlichen Nation, vergiftet ihr Blut und beschmutzt die Reinheit ihres Glücks. Das klingt jetzt erstmal nach völliger Ablehnung. Und gleichzeitig schreiben Sie in Ihrem Buch,
Der Islamismus ist ohne den Widerpart des Westens nicht zu denken. Wie genau hat man sich diese Wechselwirkung vorzustellen, die konstitutiv ist für die Entstehung, für das Gebäude der Muslimbrüderschaft? Auf jeden Fall als spannungsreich. Die Muslimbrüder im Allgemeinen und Hassan al-Banna haben sich ja immer dargestellt als Fürsprecher eines wahren, und zwar einzig wahren, überzeitlich gültigen Islam. Tatsächlich aber kann man sehr leicht aufzeichnen und nicht alleine mit Blick auf ihre Entstehungszeit 1928, dass sie ein Phänomen der Moderne sind, und zwar über den rein zeitlichen Kontext hinaus. Die Moderne als Epoche setzen die einen ja so etwa um 1800 an, die anderen etwas später. Man nimmt an, dass mehrere Revolutionen diese Prozesse einer Moderne in Gang gesetzt haben. Die amerikanische Revolution, die französische Revolution und die industrielle Revolution. Mehr interessiert als diese rein zeitliche Ordnung ist aber die Frage, ob sie modern sind oder antimodern. Sie werden ja von manchen als moderne Antimodernisten bezeichnen, von anderen als antimoderne Modernisten. Also modernen Antimodern oder antimodern modernen. Die Frage, ob das so einen großen Unterschied macht, könnte uns auch noch interessieren. Die Frage nun, die wirklich für mich auch zentral ist und sicherlich unterschiedlich beantwortet ist, lautet, was setzen wir denn überhaupt zugrunde, wenn wir von Modernen reden? Und im Liberal Script, in diesem Cluster und anderswo, wird sehr häufig auf zwei Elemente abgehoben. Das eine ist die Autonomie und Selbstbestimmung des Individuums. Und das andere die gesellschaftliche Differenzierung. Und tatsächlich sind sie konstitutiv für ein beherrschendes Verständnis von Moderne. Wir wissen aber, dass in der Moderne als Epoche die Gegenbewegungen über manche Zeiten mindestens so stark, wenn nicht stärker waren, die an die Stelle des Individuums, des autonomen Individuums, nicht einfach das Gemeinwohl gesetzt haben, sondern das Kollektiv. Und an die Stelle der gesellschaftlichen Differenzierung die Integration, den ganzheitlichen, totalisierenden, ja, aus der Sicht mancher, gelegentlich sogar den totalitären Ansatz. Wenn wir, wie Michael Zürn so schön, von Anfechtungen des Liberal Scripts reden, ein Begriff, den ich immer noch liebe, auch weil er so einen theologischen Anklang hat, der passt besonders gut bei den Muslimbrüdern, dann würde man sagen, dass sie tendenziell im letzteren Lager angesiedelt sind, also in dem der Gegenkräfte. Und noch interessanter aber wird es, wenn man dann ganz genau schaut, sich einzelne Elemente ihres Denkens und ihres Handelns anschaut, zum Beispiel ihr Konzept von Männlichkeit, mit dem wir uns ja noch beschäftigen werden, und dann sieht, wie widersprüchlich und spannungsreich auch das Islamkonzept der Muslimbrüder angelegt ist, und zwar sowohl konzeptionell als auch im Handeln. Herr Mushabash, das würde aber eigentlich heißen, solange es auf der einen Seite den Liberalismus gibt, muss es auf der anderen Seite sozusagen nähert sich ist eine Triebkraft, ist dann auch das Kollektiv, die Integration, die Ertüchtigung des Einzelnen für das Kollektiv. Die Muslimbrüder brauchen den Liberalismus. Wahrscheinlich schon, aber ich würde gerne noch einen halben Schritt weiter zurückgehen, weil ich finde, das ist auch eine große Stärke in Ihrem Buch, die Vorläufer von Hassan al-Banna einmal durchs Bild laufen zu lassen. Und die Auseinandersetzung mit der westlichen Moderne beginnt ja unter etwas anderen Vorzeichen, als Hassan al-Banna sie später weiterführt. Also die ersten islamischen Reformdenker sehen den Westen gar nicht unbedingt als Bedrohung, sondern sie stellen erst einmal fest, die kriegen plötzlich Dinge hin, das waren doch früher wir. Woran liegt das? Was machen die jetzt besser als wir? Und dann kommt der Blick auf das eigene und die eigene Gesellschaft, die eigene Verfasstheit, und man kommt zu dem Ergebnis, wir haben da was schleifen lassen. Das hat unbedingt auch etwas mit unserer Religion zu tun, der Art und Weise, wie sie in unserem Handeln, staatlichen, gesellschaftlichen, persönlichen Handeln stattfindet. Und daraus ergibt sich eine Korrekturbewegung. So verstehe ich das jedenfalls. Und ich finde das super spannend, weil... Und Sie haben das genannt, das fand ich auch eine sehr schöne Betrachtung. Sie haben gesagt, es ist eine Neubewertung islamischer Traditionsbestände. Das heißt, das kommt nicht aus dem Nichts. Und schon deshalb ist es eben
unbedingt verwoben aufs Engste mit der liberalen Moderne, weil es ja eine intellektuelle Auseinandersetzung gibt, auch mit dem Schriftgut, ein französischer Denker, britischer Denker, das spielt eine viel größere Rolle, glaube ich, als viele Menschen das wissen und ist aber unabdingbar, um zu verstehen, wie man dann über Tahtawi und Abdu und Al-Afrani irgendwann zu Hassan al-Banna kommt. Und deshalb bin ich unbedingt auch Ihrer Ansicht, der Islamismus ist nicht denkbar ohne die Moderne. Und er ist eben mehr als die reine Ablehnung, sondern er ist auch ein Prüfen und ein Hinschauen und sich überlegen, was brauchen wir davon vielleicht, was funktioniert für uns, was müssen wir übersetzen, was brauchen wir auf gar keinen Fall. Und wir reden ja nachher noch über das, was man auf gar keinen Fall brauchen kann. Aber interessant ist doch eben auch, und ich nehme nur ein Beispiel, weil es mich persönlich so umtreibt, das eigentlich heimliche Brückenschlagen zwischen Begrifflichkeiten. Also wenn in europäischen Gesellschaften der Begriff des Gemeinwohls oder des Nutzens für alle so eine große Rolle spielt und plötzlich islamische Denker den urislamischen Begriff des Maslaha, des allgemeinen Interesses plötzlich ganz neu interpretieren, nämlich im Spiegel dessen, dann sieht man eine Verwobenheit, die sich überhaupt nicht trennen lässt. Denn man kann das gar nicht unabhängig voneinander denken. Ja, Sie haben das sehr schön gesagt. Ich bin sehr glücklich über Ihre Lektüre und Ihre Überlegungen. Ja, diese Wurzeln, die Anknüpfungspunkte, die muss man auf jeden Fall benennen, die in dieser islamischen Reformbewegung zu suchen sind und die uns so ins letzte Drittel des 19. und ins beginnende 20. Jahrhundert führen. Nicht nur nach Ägypten, sondern auch in den benachbarten syro-irakischen Raum und auch Tunesien, also das heutige Tunesien, Marokko in geringerem Umfang und Algerien noch kaum. Also diese Anknüpfungspunkte sind ganz wichtig und auch bei Hassan al-Banna und den Muslimbrüdern, auch den Muslimschwestern seiner Zeit, wird sie auch offen angesprochen. Ich denke, der neue Ansatz der Muslimbrüder, im Wesentlichen erbaut durch Hassan al-Banna, wenn man von einem alleinigen Erbauer reden will, besteht darin, dass er das Denken der Reformer in einen ganz anderen sozialen Kontext gesetzt hat und gewissermaßen das Denken in Handeln überführt hat oder überführen wollte. Und darin liegt natürlich ein großer Unterschied. Er war als Typ etwas ganz anderes als ein Mohammed Abdu oder andere Reformfiguren, die Religions- und Rechtsgelehrte waren, journalistisch aktiv. Und er war gewissermaßen an der Basis der Gesellschaft, auch in Kleinstädten aktiv, unter einer Jugend, die einen Mohammed Abdu, der hochgeachtete Reformer, niemals so in den Blick gefasst hätte. Eine Sache, die mir, wenn ich das ganz kurz einschieben darf, eine Sache, die man, glaube ich, also wir haben natürlich, wenn wir über Ägypten in dieser Zeit reden, über den Nahen Osten in dieser Zeit, reden wir über eine Region, die koloniale Erfahrungen macht, auf die eine oder andere Weise, die davon sehr geprägt ist. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine Zeit, wo weltweit oder in Europa, wo ja der Blick aus dem Nahen Osten eben dann doch hingegangen ist, moderne Massenbewegungen entstanden sind. Wir werden das im Einzelnen nochmal durchdeklinieren, aber es ist ja vielleicht dann doch kein Zufall und vielleicht einfach die regionale Ausprägung von einer Art der Organisation von Massen, wie sie beispielsweise in Europa sich, wenn man mal das Ideologische weglässt, aber die reine Organisationsform in faschistischen Bewegungen gezeigt hat, wie man sie dann in auch sozialistische Bewegungen gesehen hat, also wo es auch um Mobilisierungen ging, wo es darum ging, auch Gesellschaften zu formen, Gesellschaften zu entwerfen. Sonst hätte man ja sagen können, man hätte ja schon hunderte Jahre früher anfangen können mit dem Islamismus und mit Hassan al-Banna zur Zeit von Napoleon. Das hat man aber nicht getan. Das heißt, da ist ja auch so ein Element der Moderne drin, was eine regionale Ausprägung von etwas ist, was eigentlich global betrachtet dann wiederum nicht so überraschend ist. Ich sehe die zeitliche Parallele zu Faschismen und zu hochautoritären Ausprägungen des Sozialismus. Also mir geht es jetzt eher um die Mobilisierung, Ideologie. Durchaus mit Blick auf Mobilisierung. Aber wenn man auf die Mobilisierung blickt, dann würde ich mal vor Ort bleiben. Und auch
dann eben diese koloniale Präsenz mitbedenken, weil wir dann was anderes sehen, nämlich die Pfadfinder, die Young Men's Muslim Association, ne, den YMCA als Vorbild der Young Men's Muslim Association, Sport und Jugendbewegung, der starke Körper mit Elementen, die so aus der Muscular Christianity gekommen sind. Also ganz weg vom Faschismus, in Bewegungen, die versucht haben, Empowerment, den starken Geist im starken Körper, der gegen Verweichlichung, Feminisierung übrigens auch angegangen ist, erst in der anglikanischen Kirche, dann in anderen Kontexten, in Pfadfinderbewegungen und anderen, in die Kolonien getragen wurde und dort sehr schnell aufgegriffen wurde. Und dort würde ich hinblicken, viel mehr als in die Faschismen, die in der Tat, wenn man etwa aber eher nach Italien schaut, von lokalen politischen Oppositionsbewegungen, Jugendbewegungen imitiert und bewundert wurden. Einheit, Geschlossenheit, diese jungen Männer, die straff zusammenmarschieren, singend, unter Fahnen, sauber, adrett, stark, jung, dynamisch. Das war alles da. Aber ich würde sehr zurückhaltend mit diesem Bezug auf den Faschismus umgehen, weil bestimmte Kernelemente dann doch fehlen. Ich würde gerne noch einen Gedanken, es ist eigentlich fast eher eine Frage an Sie, die sich für mich nochmal aus der Lektüre neu ergeben hat. Ich finde, es gibt so einen ganz interessanten Punkt. Ich kann mich da wirklich drin verlieren in den frühen Reformdenkern, die noch diesen ganz unverstellten, fast naiven Blick haben und wo das Ergebnis ihres Nachdenkens eher ist, was haben wir falsch gemacht? Und dann gibt es spätestens bei den Muslimbrüdern eigentlich eine Umkehrung, wo nämlich der Westen in Haft genommen wird für den Untergang der islamischen Welt. Also wo der Fokus ein bisschen wegrückt vom, was haben wir falsch gemacht, und die Schuldzuweisung in den Vordergrund rückt. Sehen Sie das auch so? Oder habe ich das? Ich sehe das nicht so zugespitzt. Wenn man sich die Schriften anschaut, dann wird sehr deutlich diese Art der Selbstkritik. Warum sind wir so schwach? Was ist schiefgegangen? What went wrong? Ne? Lange vor Bernard Lewis. Was müssten wir tun, um wieder so stark und klug und dominant zu sein? Durchaus im machtmäßigen Sinne, wie aus dieser Sicht die frühen Muslime es waren. Also die Selbstkritik ist durchaus da. Die Frage, warum sind wir verweichlicht? Warum haben wir nicht die Stärke des Islams noch hier präsent? Warum können es diese Kolonialisten schaffen, uns zu unterjochen? Warum gibt es die These von der Bürde des weißen Mannes, wo doch diese Bürde dem Islam zukommt und wir sie tragen müssen als Avantgarde? Hier sieht man richtig so die Aneignung einer bestimmten kolonialen, imperialistischen Denkfigur auch. Also ich sehe beides, die Schuldzuweisung an den Westen, aber ganz stark auch die Selbstbefragung, ja. Aber auch der Glaube daran, dass man es kann. Ja, dieses Könnensbewusstsein ist ja unglaublich wichtig. Das stimmt. Ich finde diese Frage auch im Zusammenhang jetzt mit der, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man in ein Becken geworfen wird, in dem man vorher noch nicht war. Also Contesting the Liberal Script wäre jetzt nicht so das Erste, auf das ich gekommen wäre. Aber wenn man es mit dem Fokus liest, dann ist eben, finde ich, ist es schon interessant zu sehen, ab wann ist es denn eine Contestation, ab wann ist es eine Anfechtung oder Herausforderung und wie lange ist es vorher eigentlich etwas, was man beobachtet, nie jetzt mit komplettem Wohlwollen, das ist mir schon klar, aber ich finde schon, aber das müsste man vielleicht an Texten dann nochmal in Ruhe machen, das sprengt jetzt heute den Rahmen, ich finde, dass ich habe schon wahrgenommen, ja, eine Aggressivität oder eine ablehnendere Haltung, eine mehr Schuldzuweisung, als das in der frühen Phase der Fall ist und finde das eben, und Sie hatten das ganz kurz schon angedeutet, mit Blick auf die weitere Entwicklung. Ich gucke ja immer eher als Journalist von der Gegenwart her einen Faden, von dem ich vermute, dass da irgendwo hinführt. Aber das müssen wir nicht heute abschließend und auch nicht einig klären. Wir würden vor allen Dingen, also ein Punkt, den ich nur an der Stelle nochmal, den ich in Ihrem Buch ganz faszinierend fand, ist, Sie haben das immer an verschiedenen Stellen auch geschrieben, dieser universale Anspruch. Also der Anspruch, dass Muslime die Welt retten, nicht weniger. Also das ist dieser Weltbeglückungsanspruch, der dann auch immunisiert gegen irgendeine Art von biologistischem Rassismus, weil sozusagen bei der Umma ist prinzipiell jeder eingeladen.
Wir kommen zur zweiten These. Wir werden sozusagen das Geflecht der Gedanken wird sich natürlich durch die Thesen auch fortsetzen. Die zweite These, politisierter Islam gleich Missbrauch der Religion. Yassin Musharbash. Sie haben sich einiges dazu gedacht und natürlich ist die Frage, den Begriff des Islamismus, so wie wir ihn heute kennen, gab es natürlich damals überhaupt noch nicht. Aber was es eben gab, Gudrun Krämer beschreibt das sehr gut, ist eine Art von jahrhundertelang vorher immer wieder probierter Instrumentalisierung und Funktionalisierung der Religion, des Islam. Und da fragt man sich natürlich, was genau war eigentlich dann das Neue? Also was ist so dieses Originelle da dran? Und was daran, was die Muslimbrüder, was Hassan al-Banna gemacht haben, geht ins Missbräuchliche, wenn es das tut? Vielleicht mal eins vorausgeschickt. Ab wann das missbräuchlich ist, ist eine Frage, glaube ich, auf die Nicht-Muslime nur ganz schwer eine Antwort auch nur formulieren sollten. Also das steht einem in gewisser Weise nicht zu. Ich bin kein Muslim, ich würde das in der Form sozusagen nicht so formulieren. Aber die Frage, die ich total interessant finde, ist, kann man den Islam überhaupt missbrauchen, indem man ihn politisch anwendet? Oder ist es nicht inhärent? Und das würde ich eher sagen. Ich glaube, zu formulieren, dass der Islam als Religion eine Privatsache sei, dafür muss man schon auf einem ziemlich säkularen oder laizistischen Standpunkt stehen, aber nicht auf einem orthodoxen Standpunkt und nicht auf einem traditionellen Standpunkt. Die gesamte Gründungsgeschichte des Islam oder Entstehungsgeschichte des Islam basiert auf einem Propheten, der einen ganz klaren Auftrag hat, der selber als Herrscher in Erscheinung tritt, als Eroberer in Erscheinung tritt, als Gesetzgeber in Erscheinung oder Regelgeber in Erscheinung tritt, der eine Verfassung umsetzt. Das heißt, und auch wenn man sich die Denker anguckt, die hier eine Rolle spielen in ihrem Buch und in dem Kosmos von al-Banna, niemand von denen beginnt mit einer leergewischten Tafel, sondern alle beginnen mit der Prämisse, selbstverständlich reden wir hier über eine islamische Gesellschaft. Also was auch immer wir als Antwort formulieren, die ist als allererstes eine islamische Gesellschaft, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren und sie ist eigentlich auch selbstverständlich oder mehr oder weniger selbstverständlich autokratisch regiert. Das ist das Vorbild, das ist das Muster, das ist die Folie. Und dann stellen sich abgeleitete Fragen, nämlich wie gut ist dieser Herrscher, wie muss er beraten sein, welche Rolle kommt den Untertanen zu, in welcher Art und Weise, wie wird die Gesetzgebung ausgestaltet, gibt es nur die religiöse Gesetzgebung, darf es auch eine andere Gesetzgebung geben, was kann man übernehmen, was nicht, was ist Neuerung und akzeptabel, was ist Neuerung und inakzeptabel, und dann wird das sozusagen ausstaffiert. Aber zunächst einmal würde ich schon sagen, vom Standpunkt der Orthodoxie her betrachtet, und der Tradition ist der Islam inhärent politisch, weil er sich immer die Frage stellt, wie das Zusammenleben und auch die Herrschaft islamisch legitimiert und organisiert sein soll. Deshalb führt dieser Begriff des Islamismus, oder sagen wir es mal so, seit einigen Jahren wird Islamismus ja gleichbedeutend benutzt mit politischer Islam, und das halte ich für falsch. Vielleicht kann man sich damit durchmogeln, dass bei Islamismus jeder weiß, was man meint, aber einfach nur zu sagen, politischer Islam finde ich schwierig, wenn man Islamisten eigentlich meint. Welcher Islam ist unpolitisch, abgesehen von dem quietistischer Salafisten und vielleicht noch einiger Sufis, die damit nichts zu tun haben wollen? Das würde ich mal sozusagen in den Raum werfen und das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen her. Frau Krämer, ich vermute, dass Sie darauf etwas entgegnen wollen, weil was mir dazu eingefallen ist oder was mir als erstes dazu einfällt, ist, Sie beschreiben das sozusagen das Neue, der neue Ansatz, wenn man so will, den Hassan al-Banna mit seiner Organisation versucht oder anbietet, wie man heute so sagen würde. Das neue Angebot ist ja so eine Art allumfassendes Mitmachangebot. Also für jeden nicht elitär, jeder kann mitmachen, es ist eine Laienorganisation und gleichzeitig ist eben ganz zentral der Begriff des Systems, Nizam. Das ist dann aber etwas anderes oder ist nicht unbedingt sozusagen der Ansatz, den Yassin Musharbash gerade beschrieben hat, dass es vor allen Dingen um eine Autokratie geht, um ein Herrschaftssystem, sondern da geht es ja dann eher, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eher um eine Art
der Reform von innen, die in eines fernen Tages utopischerweise dann natürlich die Segnungen des Islam der ganzen Welt zur Verfügung stellt. Aber es ist nicht, und so beschreiben Sie es ja auch, es hat nicht, ich sage es mal sehr zugespitzt, keinen Putschcharakter. Also es ist nicht top-down, sondern es ist von unten nach oben. Ist das, wie würden Sie es beschreiben? Also sozusagen, da wäre einmal das, was Yasin Musharraf sagt, politischer Islam oder Islam ist immer politisch und denkt immer an Kalifat oder Autokratie, denkt immer in Staatsbegriffen, wenn man so will. Und Hassan al-Banna hat das nicht getan. Oder nicht nur getan, muss man vielleicht sagen. Also ich wäre jetzt zunächst mal noch mindestens einen Schritt zurückgefallen hinter Sie beide und hätte diese These gewissermaßen als Absage an diejenigen verstanden, die grundsätzlich das Politische im Zusammenhang mit Religion für Missbrauch erklären. Gleichzeitig es aber sehr gerne haben, wenn man aus dem Christentum oder dem Buddhismus oder dem Judentum oder dem Islam Frauenrechte und Minderheitenrechte und den Umweltschutz legitimiert. Alles politische Anliegen. Von daher geht das zunächst mal ganz weit zurück. Ich finde das sehr schön mit diesem allgemeinen Mitmachangebot. Ich würde an der Stelle ansetzen, wo Hassan al-Banna und die Muslimbrüder argumentieren, der Islam sei eine Ordnung. Es ist immer schwierig, hier zwischen Ordnung und System zu unterscheiden. Das geht im Arabischen aus dem Begriff nicht eindeutig hervor. Ich würde jetzt mal vorsichtig bei Ordnung bleiben. Eine allumfassende Ordnung, die deswegen auch die Politik beinhaltet. Und hier sehen wir über die Zeit eine Verschiebung der Gewichtung von der moralischen Reform, der irgendwie auch des Capacity Buildings und der Erziehung hin zur Betonung des Politischen. Bis er dann schließlich in den 40er Jahren sagt, also ein Islam, der nicht politisch agiert, ist kein vollgültiger Islam. Die Frage ist, welches politische System er und seine Muslimbrüder sich vorgestellt haben. Das ist nicht so eindeutig, wie man denkt. Es ist ein bisschen wischiwaschi, würde ich jetzt sagen. Auf der einen Seite soll das Kalifat irgendwann in ferner Zeit als wahrhaft islamische Form etabliert werden, 1924 in der neuen Türkei abgeschafft. Es war aber keine Priorität. Hassan al-Banna hatte ungeachtet aller Verdammung der Parteipolitik immer und immer wieder recht gute Kontakte A zum Königshaus und B zu bestimmten Parteien. Lavierend, vorsichtig, abtastend, ohne bestimmte Großforderungen nach der Etablierung des Islams als Ordnungssystem abzulehnen. Die eigene Bewegung war autoritär verfasst, aber mit Beratungsmomenten, und es ist sehr interessant, jetzt in diesen Biografien einfacher Muslimbrüder und Muslimschwestern zu lesen, die allerdings die Muslimbrüder selber online publiziert haben, und dort zu sehen, was die angezogen hat, inwieweit die jetzt durch die Politik zu den Muslimbrüdern gekommen sind, um mal wegzukommen, allein vom Denken Hassan al-Bannas. Und da sieht man eine weite Spanne von denjenigen, die über den Fußball zu den Muslimbrüdern gekommen sind oder den Sufismus, bis zu jenen, die tatsächlich den antikolonialen Kampf und den Kampf gegen den Zionismus im Sinne hatten. Das waren eigentlich die Prioritäten. Wie das politische System im Einzelnen verfasst sein sollte, war nicht wirklich so deutlich. Da wurde mal dies und mal jenes gesagt, auch ein bisschen opportunistisch, würde ich sagen, den Bedingungen angepasst. Wir hätten damit, glaube ich, schon, wenn man so will, ein Element, also diese enorme Offenheit. Sie haben das, ich glaube, so das ist ja nicht umsonst dieses Bild des Gebäudes mit ganz vielen Zimmern, sozusagen. Es gibt ganz viele verschiedene Angebote, ganz viele verschiedene Türen, über die Menschen zur Muslimbruderschaft kommen können. Und wenn man die Frage stellt, wie hat es diese Organisation geschafft, über so eine
eine lange Zeit, sich immer wieder zu wandeln, etwas aufzunehmen, etwas abzuspalten, sich immer wieder anzupassen, dann ist das da ganz offensichtlich schon angelegt. Ich möchte jetzt aber zur dritten These kommen, die auf das aufbaut, was wir hier und dort schon angesprochen haben, und zwar, liebe Frau Krämer, Muslimbrüder, Militanz und Männlichkeit. Ich fand das ganz großartig, weil in Ägypten waren die Muslimbrüder immer die grauen Männer, also die waren ausgesehen wie ganz schlimme Apparatschiks und hatten so ganz wenig kleidsame Bärte und schlechte Anzüge. Also das Männlichkeitsbild war da ganz gruselig. Das mag in anderen Ländern, ist es mit Sicherheit anders gewesen. Sie schreiben interessanterweise, dass die früheren Debatten unter islamischen Denkern in Abgrenzung zum Kolonialismus, zur Verwestlichung, eigentlich immer auf die Frau gezielt haben. Und jetzt auf einmal kommt Hassan al-Banna und stellt den Mann in den Mittelpunkt. Wie einst Nureyev im Ballett, könnte man sagen. Mit Nureyev hätte er wahrscheinlich nicht viel anfangen können. Ja, das finde ich auch bemerkenswert. Aber da sieht man wahrscheinlich wieder diesen, ich glaube, man muss sagen, Einfluss dieser Jugendbewegungen, der Sport- und Körperbewegungen in bestimmten Teilen Europas, nochmals der Pfadfinder, die ja alle auf den jungen Mann abgezielt haben. Und hier sind wir bei der ersten Besonderheit der Muslimbrüder dieser Zeit. Es war eine Bewegung junger Männer. Junger Männer. Man muss völlig absehen von diesen alten, grauen, verhärteten Männern an der Spitze der Muslimbruderschaft mit ihren unattraktiven Bärten und, wie Sie sagten, schlecht sitzenden Anzügen, obwohl sie zum Teil sehr vermögend sind. Ne? Männer, die durch Jahrzehnte der Verfolgung, der Haft, auch der Folter gegangen sind und einen wirklich anderen Mindset hatten, als diese jungen Männer, die sich um Hassan al-Banna geschart haben, hatten, der selber jung war. 21, 22, als er diese ganz kleine, unscheinbare Bewegung gegründet hat. Mit der Absicht, die Jugend anzusprechen, die Jugend als die Hoffnung der Nation, nicht als die Unruhestifter, die eine Gefahr sind für die Gesellschaft, sondern als Hoffnung für diese Gesellschaft, die kolonial überformt und gedemütigt wurde. Und ich glaube, dieses Element des Gefühls einer Demütigung, einer Erniedrigung, einer Nichtachtung war von enormer Bedeutung für ihn wie zahlreiche seiner Anhänger. Und das sieht man auch in den Quellen ganz deutlich. Also diese jungen Männer zusammengeschweißt durch, glaube ich, mehrere Elemente. Erstens den Glauben an den Islam als Weg zu Einheit und Macht. Zweitens diese Geschlossenheit, das Aufgehobensein in einer Gemeinschaft, Gleichgesinnte, die viele Dinge zusammen gemacht haben und sich gegenseitig unterstützt haben. In den Quellen hören Sie das wieder und wieder. Das war für mich Familie. Und es war eine Familie, in der es keine sozialen Unterschiede gab. Da saß einer der wenigen Rechtsgelehrten, in der frühen Bewegung gab es kaum welche, neben dem Handwerker, neben dem Hirten, neben dem Bauern. Und sie waren im Moment der Exerzitien oder des Lesens von Hassan Banner-Schriften gleich. Und die Emotion. Die Emotion, die über die Religion und über sufische Rituale und diesen vibrierenden Nationalismus, Patriotismus reingebracht wurde. Und wenn man dieses nicht versteht, versteht man, glaube ich, auch die Attraktion nicht. Denn wenn man sich die Organisation anschaut, ist es ja frappierend, dass an sich alle zwei Jahre neue Statuten geschrieben wurden. Immer wieder neue Formen, das Ganze zu organisieren, mal stärker zentralistisch, dann wieder dezentral und für den heutigen Betrachter kaum erkennbar, wie eigentlich von der winzigen Zentrale Kairo ohne großes Management, ohne großen Staff bis zu 500.000 Muslimbrüder Ende der 40er Jahre gelenkt wurden. Ich denke, die Lenkung war bei weitem nicht so ausgeprägt, wie Hassan al-Banna das gerne gehabt hätte und wie wir das heute auch darstellen. Ich habe, das war eins meiner liebsten Kapitel zum Lesen, weil es so sehr menschlich war, diese ganze Turnerei. Und es hat mich auch ein bisschen gerührt, weil... Ein Schwimmer und irgendwo stand auch, es gab einen Squash-Spieler.
ja. wo ich gar nicht. Also, aber ich, Squash ich konnte, sozusagen mit das, dieser langen Tradition, ein Wahnsinn. Mich hat das ein bisschen berührt, weil einer meiner Vorväter der Gründer des ersten Boxclubs in Amman war, nicht viel später. Und ich glaube, der Hintergrund war ein ganz ähnlicher. Ich komme aus einer christlichen Familie, also nicht ganz ähnlich, aber dieses Ertüchtigungsding und gleichzeitig ist das ja ein relativ, das ist ja ein Beispiel relativ nahtloser Aneignung. Also der wird ja nicht so wahnsinnig viel am Anfang umgedeutet, sondern die legen das ja sehr schön nebeneinander, was da die Absichten sind, die da verfolgt werden. Aber interessant finde ich schon, dass man natürlich irgendwann diese islamische Rückbindung und Aufladung hat. Und Hassan al-Banna sagt selber irgendwann, dass der Prophet Muhammad ein Pfadfinder gewesen sei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und er sagt auch an einer Stelle, ich zitiere jetzt nur aus ihrem Buch, ich habe da keine eigenen Quellen, aber ich vertraue Ihnen vollkommen, dass das Pfadfindertum natürlich in der Form auch auf der Idee des Dschihad beruhe. So, jetzt ist der Dschihad-Begriff bei Hassan al-Banna, das wird vollkommen klar, wenn man das Buch liest, ein Passepartout, also das kann alles Mögliche bedeuten, aber hier gibt es einen Anklang an die Militanz oder eine Schnittfläche in die Militanz, die wird ja auch später mit Blick auf den Zionismus, glaube ich, bedeutsam. Und ich finde schon, dass man das nochmal kurz erörtern muss. Er sagt sehr, sehr früh, ganz am Anfang schon, auch da zitiere ich jetzt wieder nur Sie, spricht er schon von Soldaten. Ich wollte Sie fragen, wie Sie das deuten, diesen frühen Begriff. Hatte er da noch Vorstellungen, dass man tatsächlich so eine Art Armee errichten könnte? War das symbolisch gemeint? War das angeeignet von westlichen Vorbildern? Das wird eine schlichte Frage. Wenn ich da kurz noch was dazu schieben darf. Er hat ja auch zur Gewalt hinterher nicht wirklich sich bekannt. Also es ist passiert, er hat es passieren lassen, das müssten Sie dann nochmal konkreter sagen, aber er hat sich nicht damit gebrüstet und er ist ja auch bei allem, wie er die Organisation aufgebaut hat, es hat dann diesen Spezialapparat gegeben, der eben 1000 Mann, die tatsächlich dann auch militant geworden sind und auch Anschläge verübt haben. Aber das ist nicht etwas, wo er sagt, das ist jetzt die Speerspitze der Bewegung. Also das ist nicht der Fokus gewesen, sondern er war da ja auch eher verbrämt. Also hat sich da versucht, so ein bisschen rauszuhalten. Also insofern ist die Frage jetzt mal zugespitzt, führt das sozusagen die Muslimbruder-Männlichkeit zur Militanz? Gibt es da eine klare Linie oder ist es eher etwas, was politisch passiert ist oder in der Organisation liegt? Hassan al-Banna war verbal radikal und er hat permanent von Krieg und Armee und von Soldaten gesprochen und die Kämpfer der Frühzeit ohne jede Andeutung von Kritik als Vorbilder für die jungen Muslimbrüder betont. Da kommt man nicht dran vorbei und insofern kommt es dann eher darauf an zu fragen, wie das Ganze in die Tat umgesetzt wurde. Und da sieht man dann sehr schnell diese ausgesprochene Spannung, die auch die Organisation selber fast zerrissen hat, zwischen dem verbalen Radikalismus hier und dem ganz vorsichtigen Taktieren dort, so sinngemäß Dschihad unbedingt, aber nur, wenn es der Organisation nicht schadet und dem Islam nicht schadet, den Muslimen nicht schadet und auch den Nicht-Muslimen im Lande nicht schadet und wenn es also auch den Verhältnissen angemessen ist. Es macht keinen Sinn, loszuschlagen, wenn man nicht bereit ist. Ich meine, das Frappierende ist, der Mann ja war ja absoluter Zivilist, nie in einer Armee gewesen. Er sieht doch unsportlich aus. Es sieht und ja, hat tatsächlich auch etwas Sportunterricht gegeben, schon in frühen Jahren. Ich habe das nie so ganz gesehen, aber weiß auch nicht, es ist mir nie klar geworden, welchen Sport er da eigentlich unterrichtet hat. Vielleicht war es auch ein bisschen Fußball auf dem kleinen Schulhof. Insofern problematisch, als der Fußball nun wirklich von den britischen Kolonialherren ins Land gebracht wurde, aber das sei mal dahingestellt. Also die Linie hin zur Militanz ist nicht zu übersehen. Und die Jugend Gruppierungen wurden immer wieder als Soldaten und Kämpfer Gottes angesprochen. Sie waren uniformiert wie die Pfadfinder. Sie hatten keine Waffen. Ab und zu haben sie mal mit einem Holzgewehr hantiert. Das hätte gegen die Briten nicht viel ausgerichtet. In den 40er Jahren aber entstand der
Spezial- oder auch Geheimapparat. Und das Verhältnis zwischen Hassan al-Banna hier und dem Geheimapparat, ich sage jetzt einfach der Einfachheit halber, Geheimapparat, ist uneindeutig. Was man sieht, ist, Sie sagten es, er hat ihn entstehen lassen, er hat die führenden Leute auch selber benannt, die sich dann aber wohl zu einem gewissen Grad unabhängig gemacht haben. Übrigens, das anfängliche Oberhaupt des Geheimapparates, ein gescheiterter Literaturstudent, ohne jegliche militärische oder administrative Erfahrung, im Alter von 22 Jahren, schwer herzkrank. Also das sah eigentlich nicht danach aus, als würde das jetzt so direkt in die Befreiung Ägyptens und der islamischen Welt führen können. Das Gefährliche an dem war, dass die jungen Männer, die dort organisiert waren, in der Zeit kolonialer Besatzung zuschlagen wollten, handeln wollten. Und er sie immer wieder dann einerseits aufgestachelt hat und andererseits zur Geduld aufgerufen hat. Und da sage ich immer gerne, Ambiguität ist ein wunderbares Konzept in der Literaturwissenschaft, aber im politischen Raum ist es hochgefährlich. Und was Hassan al-Banna an einem Moment wohl gemacht hat, entspricht ein bisschen dem Vorlauf zur Ermordung von Thomas Becketts. Ne? Will no one rid me of this troublesome priest? Soll der englische König gesagt haben, wird mich keiner von diesem Störfaktor, diesem Priester Thomas Becket befreien, der dann in der Kathedrale von Canterbury ermordet wurde. Ich sehe da schon gewisse Anklänge, also Militanz nicht als die Hauptachse, aber eindeutig als Potenzial und Hassan al-Banna als sehr uneindeutig lavierend. Kommen wir zur vierten These, die eine andere Facette von ihm, also das ist ganz wichtig, aber es gibt hier noch etwas, wenn man fragt, warum konnten die überhaupt so lange überleben, also als Organisation, dann kommen wir nochmal zu der Frage, was ist das Originelle eigentlich an dem, was er geschaffen hat? These 4, Hassan al-Banna war der erste islamische Aktivist. Und wenn man sieht, wie Sie es beschreiben, es gab eine Satirezeitschrift, Sie haben Theater benutzt, Sie hatten Uniform, Sie haben diese lustigen Schärpen gehabt. Also man kann ja durchaus von einer Art von Branding reden, würde man heute. So. Yassin Mushabash, wie sehen Sie das? Also Hassan al-Banna als erster Aktivist hat das sozusagen auch die Organisation befähigt, die Bewegung befähigt, dann sich immer wieder zu regenerieren und immer wieder Neues aufzunehmen. Also ich glaube, dass der Erfolg nicht erklärbar ist, ohne dass irgendeine Art von Vakuum gefüllt worden wäre. Das heißt, wir gucken ja in eine Zeit, in der rechts und links jeden Tag 3 Organisationen gegründet wurden mit einem islamischen Anspruch. Seine hat sich durchgesetzt, er hat sich durchgesetzt. Warum? Irgendwo muss es eine Antwort geben. Und ich glaube, es gibt Bruchstücke von Antworten. Das eine ist sicherlich die Nahbarkeit, also dass da jemand persönlich greifbar, nahbar, durchs Land gereist ist, in Grundschulen, in Cafés geredet hat, nicht von oben herab, sondern sozusagen auf Augenhöhe, wie man immer so schön sagt, dass er gezielt populistisch vorgegangen ist. Ob das heute noch der Fall ist bei der Muslimbrüderschaft, das können wir am Ende nochmal vielleicht besprechen, aber die Idee war ja, möglichst viele Leute mitzunehmen und ich glaube, im Spiegel auch der Lektüre Ihres Buches, ist für mich eigentlich das kennzeichnende Merkmal, was mir jetzt nochmal wirklich klarer geworden ist, dass es eine mit dem Mitmachen bei der Muslimbruderschaft, mit dem darauf einlassen, auf das, was Hanna wollte und gepredigt hat, damit waren Antworten verbunden auf sehr einfache und alltägliche Fragen. Wie organisiere ich mein Leben in der Familie mit meinen Kindern als jemand, der muslimisch leben möchte? Das ist eine Perspektive, die eben nicht die anderen Organisationen in der Dringlichkeit angenommen haben und auf die er aber Antworten formuliert hat. Was ich noch nicht ganz verstehe und ich weiß auch nicht, ob es da eine Antwort drauf gibt, ist diese unglaubliche Widersprüchlichkeit. Also es gibt praktisch nichts, wo er nicht auch fast das Gegenteil zeitweise mal behauptet hat. Und ich persönlich kann auch diese Programme und Erklärungen und Manahij, ich kann das alles gar nicht mehr lesen, weil da platzt mir der Kopf. Ich finde die so, mir scheinen die oft so unsortiert und die haben dann eine sehr strenge Form, aber die ist trotzdem irgendwie willkürlich. Also die erschließt sich mir nicht. Das, was aufgeschrieben ist an Ideologie, erschließt sich mir nicht. Das persönliche Element viel mehr, wenn ich versuche, den Erfolg zu erklären. Also ich sehe nicht überall Widersprüche. Und er hätte sicherlich nicht gegen seine These, der Islam ist allumfassend und das Heilmittel für die ganze Welt, eine Gegenthese gesetzt.
hätte auch keine Gegenthese dagegen gesetzt, dass der Prophet Mohammed im Prinzip immer das Richtige gemacht hat und ein Vorbild für die Gegenwart ist. Genauso wie die Männer und Frauen um ihn, aus seiner Familie und unter seinen Nachfolgern. Übrigens auch die Frauen. Ganz interessant. Die Widersprüchlichkeit sehe ich tatsächlich in diesem politischen Kurs. Denn auch, also wirklich im politischen Kurs, denn auch im Bezug auf seine soziale Verortung ist das recht konsequent. Das Vakuum ist eine problematische Vorstellung. Auf jeden Fall ist unübersehbar, dass die Art von Organisation, der Mobilisierung einfacher, junger Männer, die Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls und das, was sie Branding nannten, diese Corporate Identity, neu und enorm erfolgreich war. Und dazu gehört auch, dass er als Person glaubwürdig war. Wie Sie gerade sagten, immer präsent, mit Wort und Ton, überall nahbar. Der kannte, wie es scheint, jeden, den er einmal getroffen hat, bei Namen. Und hat auf jeden eine freundliche Zugangsweise gefunden. Hat die Leute nicht vor den Kopf gestoßen. Die Vorstellung war, wir sind zwar gegen die anderen, aber nach innen sind wir geschlossen. Die Muslime müssen einig sein und ich arbeite darauf hin. Ich glaube, das war in sich schon sehr attraktiv und es war einzigartig. In den Räumen, in denen sich die Muslimbrüder bewegt haben, hat sich sonst niemand bewegt. In den kleinen Städten waren keine politischen Parteien und die politischen Parteien konnten in den Moscheen und in den religiösen Räumen nicht agieren. Die konnten nicht diese Emotionen, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Traditionsgefühl vermitteln, dass die Muslimbrüder mit mehr oder weniger Überzeugungskraft vermittelt haben. Und gleichzeitig, ja, ganz kurz nur, und gleichzeitig beschreiben Sie etwas, was uns, also Sie beschreiben es tatsächlich als so ein liberales Element, eine liberale Idee, die Idee der Selbsthilfe, also der Organisation. Das ist ja das Erste, was man mitgekriegt hat, als es die Muslimbrüder in Ägypten beispielsweise noch gab. Dass sie eben gleichzeitig auch Krankenhäuser schaffen, Ambulanzen schaffen. Also sie sollen sozusagen sich ertüchtigen, also Selbstoptimierung, ein absolut moderner Gedanke, wenn man so will. Und aber gleichzeitig zum Gemeinwesen beitragen und zum Nützlichsein. Nützlich, das ist ein Wort, das bei Ihnen sehr oft kommt, was, glaube ich, ganz zentral ist. Nützlich, der Mensch muss nützlich sein, der Mann muss effektiv sein. Dieses, am Ende standen dann die grauen Männer, aber es ist ja dann kein Wunder, dass so viele Ingenieure auch da sind, weil die sind nützlich, die können schrauben und bauen. Aber eben auch ein Gedanke, ein Gemeinwesen von innen heraus zu reformieren und sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe, aber auch Menschen zu ertüchtigen, zu empowern, dass sie ihre Umgebung besser machen, eine Schule haben, ein Krankenhaus haben, Altenpflege, irgendeine Art von karitativen Dingen, und da gibt es tatsächlich eben das Vakuum, die der Staat nicht leistet. Ja, und man muss vielleicht ergänzen, das scheint mir mit Blick auf die Sektiererei in anderen islamistischen Gruppen sehr wichtig zu sein, die Ausklammerung strittiger Punkte, haben Sie es genannt. Also warum soll man sich verkämpfen in Kleinigkeiten der Auslegung, wenn man doch stattdessen ein Krankenhaus bauen könnte, um es jetzt mal sozusagen sehr polemisch auszudrücken. Aber na klar, das dürfte auch geholfen haben. Also diesen Pragmatismus fand ich enorm. Also ich finde auch sehr, sehr eindrucksvoll wahrzunehmen, diesen Appell an das Individuum, Self-Help und Moral Uplift, klassische Figuren eines angelsächsisch geprägten liberalen Denkens und Handelns, von der Arbeiterbewegung und dem Kampf gegen Alkoholismus bis zu anderen Bewegungen. Aber nicht mit dem Ziel der Selbstoptimierung eigentlich, also der Selbstverwertung, der Inwertsetzung, der optimalen Inwertsetzung der eigenen Potenziale bis hin zum ökonomischen, sondern als Weg hin zum Dienst am anderen, an der Gemeinschaft. Das heißt, das Individuum immer eingebunden in die Gemeinschaft mit diesem sozialen Touch, wenn man so will. Die Wirtschaftsform, die Muslimbrüder sich vorgestellt haben in der Zeit, war ja vielleicht so etwas wie eine soziale Marktwirtschaft. Auch das ein liberales Element natürlich, Schutz des Eigentums, auch Vermehrung des Eigentums, aber eben nicht, um sich selbst zu bereichern,
sondern um wiederum der Gemeinschaft, dem Kollektiv etwas Gutes anzutun. Immer dieses selber in der Pflicht sein, auch etwas zu genießen. Die sollten durchaus sich freuen an Musik und Sport und an der Natur und allen möglichen Dingen, aber sie sollten sich darauf nicht kaprizieren gewissermaßen. Das war nie das Endziel, sondern das Endziel war dann wieder die Gemeinschaft zu ertüchtigen, wie Sie ganz richtig sagen. Wir biegen allmählich Richtung Gegenwart ein. Wir kommen zur fünften These. Die fünfte These lautet: Was würde Hassan al-Banna über die Muslimbrüder von heute denken? Also wenn er, ich habe jetzt gerade gehört, Sie haben es gesagt, die sind gar nicht weit von hier in Berlin. Es gibt sie noch. Es gibt sie natürlich jetzt in vielen. Jetzt nichts Justiziables. Es gibt sie in vielen Ländern auf jeden Fall noch. Und wenn man nochmal an diesen Moment denkt, so den Peak Ikhwan 2012 in Ägypten, Frau Krämer, was hätte er wohl gedacht, als er das gesehen hat? Wir sind angekommen, jetzt ist unsere Zeit oder um Gottes Willen nicht so schnell? Ja, das weiß ich natürlich ganz genau. Ich weiß, ich Historiker denke, lieben Konjunktive. Er hätte zunächst mal gefremdelt, glaube ich, angesichts dieser alten, grauen, verhärmten und verhärteten Männer. Gar nichts mehr von diesem jugendlichen Appeal, den er noch selber miterlebt hat. Auch eine zum Teil andere soziale Basis. Ich würde jetzt mal, aber das ist die purste Spekulation, vermuten, dass er sich enorm gefreut hätte über den Wahlsieg eines Mursi, auch wenn er Mursi vielleicht nicht besonders gut gefunden hätte, es als Bestätigung gesehen hätte, dass diese Bewegung tatsächlich die stärkste ist im Lande. Er hätte sicherlich auch, da bin ich mir jetzt tatsächlich einigermaßen gewiss, die Strategie der Muslimbrüder unterstützt, auf jeden Fall die eigene Organisation zu verteidigen, zu stärken und zu schützen gegen ihre zahlreichen Widersacher und Gegner. Er hätte möglicherweise sehr entschieden jeden Ansätzen einer Entzweiung unter Muslimen entgegengewirkt und widersprochen. Die Muslimbrüder selber praktizieren ja nicht das, was radikale Islamisten, militante Islamisten tun, nämlich anderen Muslimen ihr Islamsein abzusprechen. Das hat er explizit abgelehnt, schon zu seiner Zeit. Heute werfen ja dschihadistische Islamisten ständig damit um sich, der sogenannte Takfir, wo man den anderen zum Kafir, zum Ungläubigen erklärt. Das hätte er auf jeden Fall verurteilt, wenn er sich, also wenn er in der Form auferstanden wäre, in der er 1949 ums Leben kam. Er hätte sich ja auch ändern können in der Zwischenzeit. Also ich denke, er hätte sich sehr gefreut über die Stärke der Bewegung und nachher wäre er entsprechend entsetzt gewesen über die Zerschlagung dieser Bewegung, von der er aber schon, einer möglichen Zerschlagung, schon in den 40er Jahren immer gesprochen hat, von der großen Bedrohung, der großen Mehna, der Heimsuchung, der die Muslimbrüder ob ihres Glaubens und ihres Einsatzes ausgesetzt sein würden, gerade weil sie die wahren Muslime sind. So ungefähr viel Feind, viel eher. Also überrascht gewesen wäre vielleicht nicht. Ich kann es mir nur so denken. Aber nochmals, jetzt habe ich mich voll in die Spekulation begeben. Herr Muschabasch. Außerhalb Ihrer Comfortzone. ich finde zweierlei interessant, wenn man den Blick aus der Gegenwart mal wagt. Das eine ist, wenn man sich anguckt, was Muslime, also nein, ich glaube, das Wichtigere ist, dass, damit fange ich an. Was Hassan al-Banna wahrscheinlich nicht hat vorhersehen können, ist, was es bedeutet, Muslimbruder zu sein unter den Bedingungen von Migration. Das heißt, außerhalb der islamischen Welt. Und das ist aber eine ganz entscheidende Frage für den Zustand der Organisation, die sich unter diesem Eindruck natürlich auch nochmal extrem differenziert hat. Wenn man sich Muslimbrüder nahe Organisationen im Westen anguckt, sehe ich da fast nichts mehr. Es gibt bestimmte Streben im Denken, die immer noch dieselben sind. Es gibt aber, ich habe das noch einmal mitgebracht, weil ich wollte auch mal was mitbringen. Das ist aus einem internen Muslimbrüderpapier aus Europa. Und dieser Sprech, diese Sprache, die da aufscheint, die ist so fast, also das Gegenteil von dem, was wir bisher über Hassan al-Banna gehört haben.
Aspekte des Erfolgs, dass bei dem Bruder Eigenschaften des dienenden, rechtschaffenden und gottesfürchtigen Gläubigen so viel Verantwortungsbewusstsein für Umma und die Menschheit als Gesamtes überwiegen, dass der Bruder in verschiedenen Situationen über die Fähigkeiten zu eigenständigem und kreativem Verhalten entsprechend der allgemeinen Ansichten der Gemeinschaft verfügt, dass der Bruder die zum Aufbau erforderlichen Stützen der grundlegenden seelischen Kraft, Wille, Loyalität, Aufopferungsbereitschaft, das Wissen um und den Glauben an den Ursprung, so wie sie von den Propheten definiert wurden, vervollkommnet und so weiter und so fort. Und das ist ein bürokratischer Eliten-Underground-Islamismus, der sich da drin spiegelt, der schwer noch zurückzubinden ist an vieles von dem, was wir heute gesprochen haben. Da glaube ich, da gibt es schon was, womit er heute fremdeln würde, aber auch das ist natürlich komplette Spekulation. Was man aber auch sieht, wenn man in das Schrifttum von Muslimbrüdern von heute guckt, und noch einmal, ich tue das in diesem Fall mit dem Blick der Muslimbrüder im Westen, dann stellt man fest, der Muslimbruderführer, der wesentlich häufiger zitiert wird, viel mehr Raum einnimmt, ist Said Qutb. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Und da würde mich wahnsinnig interessieren, wie Sie das einschätzen und was Sie glauben, was der Grund dafür ist. Ich glaube, es hat vielleicht was damit zu tun, dass Said Qutb in gewisser Weise ideologisch klarer ist und einfacher zu begreifen. Mehr Schwarz-Weiß, mehr Eindeutigkeit an den Stellen, wo das bei Hassan al-Banna nicht zu finden ist. Auch militanter, radikaler an entscheidenden Stellen. Aber das sind natürlich, Sie haben schon vollkommen recht, sind alle Spekulationen. Ich finde aber, die sind wichtig, weil die Muslimbruderschaft ja immer noch eine sehr wichtige Organisation ist. Und ich würde auch denen zustimmen, die sagen, es ist die mächtigste islamistische Organisation der Welt. Also das ist jetzt nichts, über das wir reden in der Gegenwart. Also ich würde mal sagen, inhaltlich ist das, was hier in diesem Schwobeldeutsch vorgetragen wurde, durchaus bei Hassan al-Banna zu finden. Das ist genau dieses, der Bruder macht dies und er ist den anderen zugewandt und er ist immer alert und er ist immer darauf bedacht, den anderen zu helfen und so weiter und so fort. Er hätte es besser ausgedrückt. Der Mann war Arabischlehrer, hat sogar eine Gedichtanthologie eines Dichters des 9. Jahrhunderts herausgegeben, mit Fußnoten. Ein Mann der guten arabischen Sprache, weswegen er auch sehr bewundert wurde. Dieses Bürokratendeutsch ist etwas anderes, das ist ganz richtig. Und jetzt der große Sprung, Said Qutb hat in der Tat, zumal nachdem er 1966 vom Regime hingerichtet wurde, eingeschlagen als die Figur, die Klartext redet und die einen revolutionären Islam befürwortet, während Hassan al-Banna explizit, ich komme gleich drauf, explizit die Revolution abgelehnt hat. Nur war Qutb sozusagen ein Schreibtischtäter. Qutb war eigentlich Literaturwissenschaftler, Literaturkritiker, der dann unter dem Druck des nasseristischen Systems immer schärfer formuliert hat. Je genauer man aber blickt, desto mehr verliert sich die Schärfe im Sinne der Klarheit. Er hat ganz eindeutig gesagt, dass Gesellschaften, die nicht danach urteilen, was Gott herabgesandt hat, in Klammern wahrscheinlich die Scharia, auch im Sinne des Gesetzes, Frevler und Sünder sind. Er hat aber nicht gesagt, was daraus resultiert. Und er hat auch nicht gesagt, wer das genau ist. Ist es nun die Gesellschaft als Ganze, gegen die dann der fromme Muslim kämpfen muss? Sind das jetzt alles Ungläubige, gegen die der Dschihad zu führen ist? Sind es die Herrschenden? Müssen die gegebenenfalls beseitigt werden, um gewissermaßen den Weg freizumachen für den wahren Islam? Hat Qutb alles nicht gesagt? Diejenigen, die ganz klare Konsequenzen gezogen haben, sind gewisse Adepten, die ihn in einer bestimmten Weise gelesen haben, in Ägypten und über Ägypten hinaus. Aber bei Qutb selber Uneindeutigkeit zu finden, ist schon müßig. Er ist immer, glaube ich, in der allgemeinen Wahrnehmung als eindeutiger verbucht, als er selber in seinem Schrifttum war. Eine Frage, die sich natürlich allmählich jetzt zum Ende unserer fünf Thesen stellt, ist, wenn man es mal umdreht, wie viel Hassan al-Banna finden Sie denn noch heute bei den Muslimbrüdern? Da würde ich doch sehr große Unterschiede machen, je nachdem, wo ich hinschaue. Also der Begriff des Zeitraums hat ja seine Berechtigung, weil er sowohl die zeitliche als auch die räumliche Dimension berücksichtigt. Da sind die Muslimbrüder über lange Jahre in Jordanien
wirklich etwas anderes als bestimmte jüngere oder durch die Haft, ich sage nochmal, verhärtete ältere Gruppierungen und Zirkel, sei es in Ägypten, sei es in Palästina, sei es in den USA, sei es in Katar oder auch in Deutschland. Da ist auch durch diese Verstreuung eine Auffächerung passiert, die natürlich weit darüber hinausgeht, was wir in den 30er und 40er Jahren noch gesehen haben, wo sie doch plus minus eine Bewegung in einem Land waren. Auch wenn so kleine Ableger schon woanders gegründet wurden, die Muslimbrüder selber immer gleich schon als Muslimbruderschaft in Basra und Bagdad und weiß ich wo verbucht haben. Das waren ganz kleine, häufig Ein-Mann-Unternehmungen. Also Hassan al-Banna ist als Bezugspunkt noch da, gewissermaßen als Figur, die beglaubigen soll einen Islamismus, der tendenziell legalistisch ist. Die Gewalt als Ultima Ratio nicht ausschließt, aber tendenziell den Weg der Evolution, der Reform sucht und verfolgt. Die Breitenwirkung heute genau empirisch zu messen, ist für mich unmöglich. Denn diese empirischen Untersuchungen haben wir meines Wissens nicht. Sei es in der Bundesrepublik, sei es sonst wo. Wir hätten sie ganz wahnsinnig gerne. Aber da gibt es viele Hindernisse. Das eine sind die obwaltenden politischen Verhältnisse. Wenn eine Bewegung eine terroristische Organisation ist oder als solche eingestuft wird, kann man keine Meinungsumfragen machen, keine empirischen Studien da selbst. Wenn die Organisation sich selber unter permanenter Beobachtung, nicht nur durch den Verfassungsschutz, sondern durch allerlei Dienste sieht, dann wird sie sich auch nicht öffnen und dem unvoreingenommenen Forscher oder der Forscherin Rede und Antwort stehen. Also das ist insgesamt enorm schwierig. An dieser Stelle ist die Möglichkeit, also wir haben unsere 5 Thesen abgearbeitet und wären jetzt bereit, Fragen aufzugreifen. Ich gebe da gerne was weiter. Ah, hier sind schon die ersten Fragen. Das ist ja in Schreibschrift, das ist spannend. Na, das kann ich aber gut lesen. Die erste Frage, ja, Frau Krämer, welche Rolle war im Gedankengebäude von Hassan al-Banna den Muslimschwestern zugeteilt? Sie haben denen ein eigenes Kapitel gewidmet und es gibt, also die Biografien sind ja einfach unglaublich interessant, weil sie ja zum Teil selber ganz selbstverständlich westliche Kleidung, Bildung, Klavierspiel aufnehmen und auf der anderen Seite eben ein konservatives und reaktionäres Gedankengebäude. Ja. Hat er also, die gebraucht, die Muslimschwestern? Brauchte er die? Er brauchte sie nicht. Mhm. Es gab die ein oder andere reformerisch, aktivistisch eingestellte Muslima schon vor ihm und zu seiner Zeit, die sich nicht der Muslimbruderschaft angeschlossen haben, die durchaus auf ihn gewirkt haben. Es war mir auch ein Anliegen, jetzt nicht ein Buch zu schreiben, in dem die Männer vorkommen, dann ein anderes Buch, in dem es auch Frauen gibt oder hauptsächlich Frauen, sondern zu sehen, dass man das nach Möglichkeit einwebt, wo immer es geht. Die Muslimschwestern haben sich aus wenig vielversprechenden Anfängen entwickelt. Anfang in den 30er Jahren waren es einfach die Ehefrauen und Töchter oder Tanten und Cousinen von Muslimbrüdern, die das machen sollten, was man ihnen zugewiesen hat. Sie sollten die Schriften studieren, sie sollten bei einem Scheich, einem Mann lernen und sie sollten häusliche Fähigkeiten entwickeln, um gute Mütter zu sein, die dann Muslime in der richtigen Weise erziehen. Ganz klassisches Bild, wie es ja nicht nur im islamischen Kontext vorhanden war. Aber dann sieht man eben im Laufe vor allem der 40er Jahre, mehr und mehr Frauen, manchmal aus ganz einfachem Milieu, manchmal regelrecht aus der Elite, die sich in diesen Vereinigungen der Muslimschwestern zusammengetan haben, in lockerem Bezug auf Hassan al-Banna, von manchen Muslimbrüdern vollkommen abgelehnt, unweiblich, islamwidrig, von anderen unterstützt. Hassan al-Banna, wie immer, so ein bisschen dazwischen. Wenn sie einen Schleier tragen und ehrbar sind, dann unbedingt. Die Frauen sind die Hälfte der Welt und wir müssen sie auch gewinnen. Aber sie waren keine tragende Säule. Die Muslimschwestern haben sich nicht immer einengen lassen von dem, was ein Hassan al-Banna oder tatsächlich zutiefst konservativ, wenn nicht reaktionäre Muslimbrüder von ihnen verlangt haben. Und da sehen wir eben dieses Interessante, dass Frauen
selbstbestimmt. Ein durchaus reaktionäres Bild der Frau und Mutter für sich wählen und es für richtig halten. Und das setzt natürlich all diejenigen, die, wie ich zum Beispiel, aus einem anderen Winkel kommen, unter Druck, weil ich doch sehen muss, dass die das selbst gewählt haben. Sie hätten etwas anders machen können. Es gab Alternativen. Sie wollten so leben, sie haben das für richtig gehalten. Wer bin jetzt ich, denen abzusprechen, dass das ein gangbarer Weg ist? Wie erklären Sie sich das? Also das ist ja, das ist eine Frage, die führt ja direkt ja. bis zu uns heute. Wie kann es sein, dass eine Frau sozusagen etwas propagiert, was ihr am Ende Rechte nimmt? Ich habe Mühe, das zu erklären. Ich kann es zu einem gewissen Grad nachvollziehen, indem ich das lese oder höre, was die Frauen selber geschrieben oder gesagt haben oder noch immer sagen. Mehr kann ich auch nicht tun, weil es da auch eine Grenze gibt, über die ich selber nicht hinaus kann. Was ich wahrnehme, ist ein tiefes Bedürfnis nach, das klingt jetzt ganz merkwürdig, aber nach Seelenfrieden, nach Ausgeglichenheit, nach Ruhe. Man hört das immer wieder so. Ich habe mich dann mit Muslimschwestern gefunden, wir haben gebetet, meine Brust weitete sich und die Seele atmete. Das gibt es auch bei anderen Konversionsgeschichten. Das muss man jetzt einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Also meine Brust weitet sich nicht, wenn ich so etwas höre. Aber, wir können ja mal den Mann fragen. Aber dieses Gefühl, dass man hier Ruhe findet, Sicherheit, Geborgenheit in einem Kreis von Gleichgesinnten, dass man eine Familie schaffen kann, die intakt und integer ist, die aufeinander wirkt, die Eltern und die Kinder, das ist natürlich alles harmonisierend. Es und auch klingt, die es haben klingt brutal, eskapistisch. Wie bitte? Es klingt brutal, eskapistisch. Naja, die Frauen haben schon im richtigen Leben gestanden. Ja, Im richtigen Leben gestanden, ne? Wenn ich ganz kurz darf, ich finde das ganz interessant. Ich habe ja mehr mit Salafisten und tatsächlichen Dschihadisten zu tun. Und wenn ich mit denen reden will, dann ist der erste Moment immer, nachdem man geklingelt hat oder sich angemeldet hat, dass die Frauen weggeschafft werden. Die kriegt man ja gar nichts zu sehen und mit denen kann ich auch nicht reden. Und manchmal arbeite ich mit einer Kollegin zusammen. Und die kann dann natürlich ein bisschen mit denen reden, aber da kommt nicht mehr rum, weil die Frauen von Salafisten sind oder Frauen von Dschihadisten, Frauen von Sheikh so und so oder von Aktivisten. Das ist bei den Ehefrauen von Muslimbrüder-Aktivisten oft ganz anders. Die sind selber eingebunden in Strukturen, die haben ein eigenes politisches Leben in gewisser Weise. Das ist nicht eins zu eins dasselbe, das hat sicher auch nicht alle Privilegien, die ein Mann hat. Aber es sind eigenständige politische Persönlichkeiten, wenn sie das wollen. Das, und ich sehe es wie Sie, das muss man jetzt erstmal zur Kenntnis nehmen. Ich muss das ja nicht gut finden, um das beobachten und beschreiben zu können. In dem Sinne ist es aber, glaube ich, eben nicht nur Eskapismus, sondern vielleicht auch tatsächlich fast das Gegenteil, nämlich ich will auch Teil von was sein. Also ich will mehr, als ich haben könnte, wenn ich zu Hause bleibe. Da hätte der Mann vielleicht auch nichts dagegen. Das entspricht ja auch einem muslimischen Ideal. Er muss ja nicht mit einer aktiven Muslimschwester verheiratet sein. Insofern, finde ich, muss man es vielleicht akzeptieren, ein Stück weit. Eine Frage, die auch in die Gegenwart zielt, vielleicht Herr Mushabash. Wer sind die heutigen Hauptkonkurrenten der Muslimbruderschaft und sind sie eher vor Ort zu finden oder auf einem politischen Level, zum Beispiel bei politischen Akteuren? Das ist eine sehr umfassende Frage. Also, ich gucke jetzt mal, und Sie machen dann den Rest, schlage ich vor. Ich gucke jetzt mal auf die muslimische Community im Westen, weil ich das gerade so im Kopf habe wegen Sachen, an denen ich gerade arbeite und das gerade da so vor Augen sehe. Und ich finde schon interessant, also zum einen, die Muslimbrüder treten im Westen nicht als Muslimbrüder auf. So, das muss man erstmal in Erinnerung haben. Deshalb ist es immer schwer, solche Rechnungen aufzustellen. Wer hat sich da jetzt durchgesetzt? Wer hat das Geld bekommen? Wessen Moschee ist das überhaupt? So, man kennt nach einer Weile seine Pappenheimer. Das ist jetzt nicht nur in Deutschland und Berlin so, das gilt auch europaweit. Und da würde ich sagen, sind die Muslimbrüder in gewisser Weise als Organisation konkurrenzlos. Es gibt keine größere, besser ausgestattete, besser organisierte islamistische Organisation als die Muslimbrüder. Sind sie politisch wirksam? Ja. Nehmen sie im Westen oder in der nicht-islamischen Welt, spielen sie eine politische Rolle, indem sie an Wahlen zum Beispiel teilnehmen im System? Nein, eher nicht. Aber sie sind auch sehr wirkmächtig in dem Sinne, dass sie der einzigen anderen islamistischen Strömung von einem gewissen Gewicht, nämlich dem Salafismus,
durchaus als Konkurrenz gegenüberstehen. Und das ist ganz interessant zu beobachten gewesen in den Jahren 2010, 2011, 2012, 2013, als sehr viele islamistisch angehauchte, islamistisch inspirierte junge Menschen aus dem Westen zum Beispiel nach Syrien zum Kämpfen gegangen sind, dass die Muslimbrüder auf die waren, die versucht haben, die aufzuhalten. Das ist jetzt kein Lob, das ist einfach eine Beobachtung, weil die das nicht für den richtigen Kampf zur richtigen Zeit gehalten haben und die Dschihadisten aber die dahin geschubst haben und ihnen noch das Flugticket bezahlt haben. Also das ist eine Konkurrenzbeziehung innerhalb der Szene an den etwas radikaleren Ränden, die zu beobachten ich interessant finde, die aber nicht komplett aussagekräftig ist für die Bewegung global, und damit leite ich wieder über zu Ihnen. Konkurrenzveranstaltung. Und wenn ich jetzt quasi ergänzend etwas mehr auf den Teile des arabischen Raumes blicke, dann muss man sagen, die größten Gegenkräfte sind natürlich die herrschenden Regime, die auch Mittel einsetzen jeglicher Art. Also es gibt sehr wohl ein Gegenüber, das sehr entschlossen ist und handelt in einer Art und Weise, die häufig extrem gewalttätig ist. Zweitens würde ich nicht gänzlich ausklammern die Vertreter diverser politischer Überzeugungen im weitesten Sinne demokratisch, liberal, links. Die sind in der Defensive in den allermeisten arabischen oder östlichen Ländern, aber sie sind durchaus vorhanden. Und wenn man ins islamistische Lager schaut, dann denke ich, ist die wirkliche Konfrontation zwischen den Muslimbrüdern hier und dschihadistischen Aktivisten dort, weil die Muslimbrüder den Dschihadisten verantwortungslose Gewalt vorwerfen, die Muslimgemeinschaft der Muslime zerstört, ne? Selbstzerstörerisch, und die Dschihadisten den Muslimbrüdern eigentlich vorwerfen, lasch zu sein und eingeknickt zu sein und lauter Kompromisse mit den Herrschenden zu machen und viel zu stark auf letztlich eine Form von Parteipolitik zu setzen und vor allen Dingen ihre eigene Organisation schützen zu wollen, statt sich unter Einsatz von allem in den Kampf gegen den Gegner zu werfen. Darf ich noch zwei Fußnoten hinterherwerfen? Das eine ist, wenn man durch die arabische Welt turnt und zum Beispiel Wahlen beobachtet, sich Wahlkämpfe anguckt, Kandidaten in Augenschein nimmt, ganz oft ist es so, dass die Muslimbrüder inspirierten Kandidaten, die kandidieren ja oft auch nicht als Muslimbruderschaft, dass das die sind, denen man viel vorwerfen kann, aber in der Regel nicht Korruption. Also da finde ich, sieht man tatsächlich ein gewisses Erbe Al-Banas durchschlagen. Die sind ein bisschen weniger anfällig dafür, was ich interessant finde. Was ich aber noch interessanter finde, und das ist, finde ich, noch nicht aufgearbeitet, historisch, akademisch, auch nicht journalistisch, die syrische Muslimbruderschaft und ihre Rolle im syrischen Bürgerkrieg. Und was da plötzlich sozusagen an Erinnerungen wach geworden ist und auch noch an verborgen geglaubter oder nicht mehr vorrätig geglaubter Organisationsfähigkeit zum Ausbruch kam. Und wie sich das unter dem Druck des Assad-Regimes ideologisch weiterentwickelt hat. Da glaube ich, da stecken echt Doktorarbeiten drin. Also das ist noch nicht geklärt, aber total interessant. Nur, dass man auf absehbare Zeit keinem Doktoranden und keiner Doktorandin, für die man sich in irgendeiner Weise verantwortlich fühlt, zu diesem Thema ermutigen würde. Das wäre, aber es gibt ja auch syrische Doktorandinnen und Doktoranden, vielleicht können die das besser machen. Also da wäre ich ebenso, da wäre ich aber ebenso zurückhaltend. Die sind ja, sie und ihre Familien, dann enorm gefährdet. Also da wäre ich extrem zurückhaltend. Ja, ich wollte nur auf die Wissenslücke hinweisen, ne? Also Sie haben auf das herrschende Regime als Konkurrenz hingewiesen oder die herrschenden Regime. Das Militär ist ja immer in so einem ganz interessanten Tanz mit den Islamisten. Man macht mal gemeinsam und dann wieder nicht und dann bekämpft man sich. Was aber gar keine Rolle spielt, ist das, was vor 10 Jahren ja geholfen hat, den ersten Muslimbruderpräsidenten an die Macht zu bringen, nämlich irgendeine Art von Jugendbewegung, die vielleicht den Spirit von Hassan al-Banna noch am ehesten verkörpert, die idealistisch ist, die was Neues will, die aufschließen will, also diese irgendwie geartete, digitalisierte, urbane Mittelschicht, die im Moment natürlich fast überall abgemeldet ist, aber doch für eine kurze Zeit einiges bewirkt hat. Denen geben sie aber nicht so richtig eine Chance. Also im Moment muss man sie ja tatsächlich mit der Lupe suchen und außerdem sind sie auch dann oft gar nicht mehr in den entsprechenden Ländern. Aber
ist es ganz ausgeschlossen, dass Sie nochmal eine Rolle spielen können als Konkurrenz zu allen Akteuren, die im Moment vor Ort sind? Ich würde gar nichts ausschließen. Ich würde gar nichts ausschließen. Es ist eine mindestens so große Wissenslücke, weil die Verhältnisse nicht erlauben, dass wir empirisch offen sprechen und untersuchen, was hier an unterschiedlichen Vorstellungen und Aktionsformen vorhanden ist und wie sich auch Formen des Widerstands gehalten haben. Es gibt Untersuchungen zum arabischen Frühling, sehr interessante, empirische, aber solche, die sich dann stärker auf Muslimbrüder und Islamisten konzentrieren, stehen einfach unter enormem Beobachtungsdruck von Seiten des Regimes, aber auch die Islamisten selber sind natürlich nicht freigebig mit Informationen, mit ihrer Erfahrung. Also das Phänomen ist ja diese Resilienz. Wie kann es eine Bewegung schaffen, über die Generationen hinweg einen völligen Austausch der Generationen gewissermaßen unter radikal veränderten Bedingungen immer wieder an die Oberfläche zu kommen und sich immer neu zu konstituieren, vorsichtig tastend nach links und rechts schauend, wahrscheinlich meist nicht offen sagend, was die mittel- und langfristigen Ziele sind, aus Angst gleich wieder gecasht zu werden gewissermaßen. Das ist ein Phänomen. Es gibt Ansätze. Ich sehe im Publikum jemanden, von dem ich weiß, dass er auch in die Richtung forscht. Aber die, was man jetzt immer Herausforderungen nennt, sind enorm. Man kann eigentlich im Moment am ehesten noch in Exilländern forschen. Katar, Türkei, London und wird dann aber auch unterschiedliche Flügel oder Zweige, Zweige von Muslimbrüdern antreffen, die sich zum Teil gegenseitig bekämpfen. Aber zu wissen, was vor Ort vorhanden ist, ist außerordentlich wichtig. Ich habe selber in Oberägypten junge Männer kennengelernt, so aus einer gebildeten Schicht, 10 Brüder, von denen eine ganze Reihe aktive Muslimbrüder waren, Ärzte, Apotheker, so die Mischung, selbst ein Archäologe. Also es gab sie noch vor etwas 10 Jahren, aber die Repression ist so massiv, dass die meisten von ihnen nicht mehr vor Ort sind. Mögen Sie ergänzen? Ich stimme Ihnen komplett zu. Ich finde interessant, was Qaradawi mit Blick auf die Sympathisanten, Anhänger der Muslimbruderschaft im Westen gesagt, das ist schon Jahre her, aber der ist ja auch nicht irgendjemand. Und der hat gesagt, sie sollen flexibel sein und temporär auch westliche Werte annehmen und zumindest an der Oberfläche auch leben. Und das ist genau das, was wir hier natürlich ständig erleben. Und wenn man die dann befragt, dann ist das halt auch immer wie ein Pudding an die Wand nageln. Eine Frage würde ich gerne noch, bevor wir zum Ende kommen, weitergeben. Stimmt, Entschuldigung. Ich würde gerne eine Frage noch weitergeben, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar Ihr Buch, auf das wir dann wieder zurückkommen, endet mit dem Tod Hassan al-Banna. Er ist auf offener Straße erschossen worden, auf der heutigen Ramsesstraße in Kairo, 1949. Die Organisation, wir haben das ja jetzt weitgehend auch besprochen, überlebt. Und die Frage lautet, können Sie etwas über die Begleitumstände von Hassan al-Bannas Tod und die anschließenden Machtkämpfe bei den Muslimbrüdern sagen? Hätte er auch für andere Ideale stehen können? Also wieder eine Konjunktivfrage, die Sie so mögen. Ob Hassan al-Banna selber für andere Ideale hätte stehen können? Vermute ich, also so die Frage. Naja. Wallahu a'lam, ne? Gott weiß es besser. Also zunächst die Begleitumstände scheint so einigermaßen geklärt zu sein, obwohl die Akten nicht offen liegen, dass Hassan al-Banna von Agenten eines der Sicherheitsdienste erschossen wurde, gelockt wurde in das Hauptquartier der Vereinigung junger muslimischer Männer, Young Men's Muslim Association, nachdem die Muslimbruderschaft wenige Monate zuvor aufgelöst worden war, nachdem junge Aktivisten den Ministerpräsidenten ermordet hatten und vorher es auch schon einige politische Morde gegeben hat und Anschläge, sei es gegen Briten, sei es gegen Vertreter des Regimes. Wir haben auch bestimmte Dokumente, wiederum aus diesen Muslimbruderkreisen, die beschreiben, wie Muslimbrüder dann vor Ort darauf reagiert haben. Denn an sich war der Mann wirklich die zentrale Figur.
aus seiner eigenen Sicht vermutlich auch die unverzichtbar zentrale Figur. Er hat sich da geirrt, nicht? Insofern als die Organisation auch ohne ihn weiter konnte. Sehr schnell in diesen flexiblen Organisationsstrukturen, die zum Teil ganz dynamisch vor Ort operieren konnten, aufgefangen, bis in der ersten Phase die Muslimbruderschaft zunächst wieder zugelassen wurde, nochmals quasi Hauptquartier bezogen hat und dann aber wenige Zeit nach der Übernahme der Machtübernahme der freien Offiziere, mit denen Teile der Muslimbrüder zuvor sympathisiert hatten und umgekehrt, die massive Repression und die Machtkämpfe davor waren, soweit ich das erkennen kann, das ist aber jetzt nicht mein Hauptforschungsgebiet, da haben andere gearbeitet, auch Kämpfe unterschiedlicher Männer um die Macht. Sie haben vielleicht auch unterschiedliche Konzeptionen des richtigen Kurses verfolgt, aber ich denke, es waren schon auch Machtkämpfe. Der eine Bruder Hassan al-Banas, der sehr prominent in der Organisation auch gewesen war, hatte sich Hoffnungen gemacht, ihm nachzufolgen. Es sah seinem Bruder sehr ähnlich, hat sich dann auch noch ein Bart wachsen lassen. Es hat aber nichts geholfen. Der frühere Leiter des Geheimapparates ist auch nicht gewählt worden. Und das Interessante war, dass nachdem die Stützen der Gesellschaft sich nicht verständigen konnten, sie jemanden von außen geholt haben. Einen honorigen Richter, der mit der Bewegung schon sympathisiert hatte. Das ist wieder so ein Hinweis darauf, dass das eben nicht einfach nur ein radikaler Dschihadistenverein war. Ein ganz konservativer, honoriger Mann, der sich überreden lässt, an die Spitze der Muslimbrüder zu treten und die Nachfolge Hassan al-Banas zu übernehmen. Also wieder ein Hinweis auf die vielen Gesichter, die vielen Wohnungen, die vielen Zimmer in diesem Gebäude. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gudrun Krämer, bei Yassin Musharbash. Ich bedanke mich bei Ihnen hier im Silent Green. Und wenn Sie uns zugehört haben oder zugeschaut haben oder demnächst zuschauen werden, dann vielen Dank auch dafür. Danke den Beteiligten, dem Verlag CH Beck und dem Silent Green im Namen des Exzellenzclusters Scripts. Noch einmal der Hinweis auf das Buch Gudrun Krämer, der Architekt des Islamismus, Hassan al-Banna, der Gründer der Muslimbruderschaft. Das, was wir heute hier besprochen haben, wird sich anschauen lassen auf YouTube und auf der Webseite von Scripts. Und ich möchte Sie auch noch aufmerksam machen auf den Termin für die nächsten Gespräche hier im Silent Green, ebenfalls unter Futuring the Liberal Script. Am 17. Oktober ist die 7. Episode zu sehen zum Thema Ukraine mit Gwendolin Sasse und der Schriftstellerin und Verlegerin Katharina Mischenko. Und am 6. Dezember wird die 8. Episode zu finden sein. Sie finden Infos zu den Veranstaltungen auf der Scripts-Webseite www.scriptsberlin.eu und auf Twitter. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Geduld und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.